In diesem Video geht es darum, wie ich einen Kassettenrekorder oder das Tablet per Kabel anschließen kann. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich dieses einfache Kabel nehmen. Das wird reingesteckt bei AUX. Und die andere Seite beim Tablet. So, oben drin. Dann ist hier drüber schon der passende Lautsprecherregler, Master für die ganze Anlage noch einmal schauen. Dann mache ich jetzt einmal Musik an. Ihr hört, dass ihr nichts hört. Und zwar habe ich nämlich als Fehlerquelle hier oben den Knopf eingebaut. Wenn er draußen ist, hört man nichts. Wenn man reindrückt, geht die Musik an. Das ist der häufigste Fehler dabei. Die zweite Möglichkeit ist es, ein Kabel zu nehmen, was einen besseren Klang hat, einen Stereo-Klang. Von der einen Seite sieht es wieder so aus wie der hier, aber hat auf der anderen Seite den Cinch-Eingang. Die kann ich hier unten einstellen, einstecken. Dann das andere Ende in Tablet einstecken. Fehlerquelle ist manchmal hier, dass der Stecker zu dick ist. Dann müsstet ihr einmal das Tablet aus der Hülle rausholen und dann einmal abspielen. Und dann kann es wieder losgehen. Denkt dran, Knopf muss drin sein. Und dann hört man schon die Musik.